guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen, sonst müssen Sie mich gleich melden und einschreiten. Ich werde in meinem Vortrag weniger über Lösungen zum Lernproblem etwas sagen, sondern vielmehr darüber, was denn eigentlich das Problem ist und wie, welchem Ausmaß es da ist. Und das heißt, darauf eingehen, was wir bis jetzt über die Wirkung von Lernen wissen und aber auch, wo noch Lücken bestehen und wo wir als Lernwirkungsforscher dann auch noch hin müssen. Vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ich bin gelernter Umweltpsychologe und beschäftige mich seit vielen Jahren im Rahmen unseres Unternehmens, unseres Forschungsberatungsunternehmens Zeus, mit der Frage von Lärmwirkung, vor allen Dingen mit der Frage von Verkehrslärmwirkung, das heißt Verkehrslärm, damit meine ich immer Straßenverkehrslärm, Bahnlärm oder auch Fluglärm. Und gerade in dieser Region sind wir in den letzten Jahren auch sehr aktiv gewesen, im Bereich Bahnlärm und Fluglärm und sind es zum Teil auch. Bevor ich zur eigentlichen Lärmwirkung komme, will ich ganz kurz mal versuchen abzugrenzen, was Schall und was Lärm ist und wie da auch mit deutlich machen, wie Lärm erfasst wird. Schall, ich denke, das ist weithin bekannt, ist nichts anderes als Druckschwankungen, die sich in der Luft oder im Wasser, wie auch immer, wellenförmig ausbreiten. Und wir haben da an der Schallquelle die Emission von Schallenergie, von Schallleistung, die dann im Medium, also in der Luft oder im Wasser übertragen wird. Das ist dann die Transmission. Und wir haben dort, wo der Lärm auftritt, bei Ihnen zu Hause, wo auch immer, die Emission. Das heißt, da geht es dann auch schon los, wenn Sie Lärmpegel hören oder Schallpegel hören, dann ist es immer auch die Frage, ist es ein Emissionspegel, dann ist der direkt in der Quelle gemessen worden, oder ist es ein Emissionspegel, dann ist das der Lärmpegel, der dort auftritt, ja, bei Ihnen zu Hause oder eben an dem Ort des Auftretens der ist dann gemeint. Und wenn wir über Grenzwerte und dergleichen reden, dann sind es die Werte, die sich auf die Emissionen ziehen, auf dem Emissionsweg. Unser Gehör hat einen sehr hohen Dynamikbereich. Das heißt, wir können in der Schallintensität ein großes Spektrum hören, 12-10er Potenzen in der Schallintensität können wir hören. Und innerhalb dieses sehr großen Bereiches können wir etwa so ungefähr 100 Intensitätsstufen unterscheiden. Und das hat dazu geführt, dass man gesagt hat, wir messen den Schall nicht oder drücken ihn nicht voraus in der original physikalischen Einheit für Druck und Intensität, sondern wir logarithmieren das. Damit ist das Dezibel eingeführt worden, das dann innerhalb des Bereiches, Sie sehen das auf der rechten Seite, von 0 bis 120 geht und die Bilderchen, die dazu angegeben sind, geben eine grobe Orientierung, was in etwa wie laut ist, also selbst so etwas wie Blätter rauschen, erzeugt auch schon einen Schallpegel von ungefähr so um die 20 Dezibel. Schwerlastverkehr, LKWs, einzelne Vorbeifahrten können so um die 90 Dezibel auch erreichen und der Straßenverkehrslärm durch Pkw liegt bei etwa 80 Dezibel. Das sind aber dann die Dezibel der einzelnen Ereignisse. Das ist nicht das, was man über den Tag über die verschiedenen Geräusche mittelt. Dazu komme ich aber auch noch kurz. Mit den Dezibel hat es so seine Tücken. Wenn Sie zwei Lärmquellen haben, beide sind 60 Dezibel und wollen die addieren, dann sind das nicht 134 Dezibel, sondern sind das 70 Dezibel. Das heißt, eine Verdoppelung der Schallintensität entspricht einer Erhöhung um 3 dB. Und das hören wir aber nicht als doppelt so laut, sondern da bräuchte man schon ungefähr eine Veränderung von 10 dB, um es dann auch als doppelte Lautstärke wahrzunehmen. Und das macht vielleicht auch schon ein bisschen deutlich, wie schwierig es ist, Lärmverkehrsminderungen
einzuführen. Das heißt, wenn Sie die Verkehrsmenge halbieren, was ja schon eine sehr deutliche und drastische Maßnahme wäre, dann würde das in den der Gesamtbelastung, die man durch einen Dauerschaltpegel ausdrückt, würde das dann 3 dB etwa ausmachen. Und das zeigt, dass da schon teilweise enorme Anstrengungen nötig sind. Es zeigt aber umgekehrt auch, dass bereits kleine Änderungen, die sich in Dezibel als Zahlenwert vielleicht nur gering auswirken, aber umgekehrt dann auch eine große Auswirkung haben können. Ganz kurz, es gibt da verschiedene auch Begriffe beim Dezibel. Wir haben hier mal einen Schallpegelverlauf, Straßenverkehr von einer Stunde. Die Spitzen bezeichnet man auch als Maximalpegel. Und das, was in der Lärmwirkung als Vergleichsgröße gern genommen wird, was auch in den Richtlinien und in den Grenzwertregelungen verwendet wird, das ist der sogenannte äquivalente Dauerschallpegel. Und da werden im Grunde genommen die Ereignisse, die Geräuschereignisse so zusammengefasst, dass sie einem kontinuierlichen Geräusch in der ganzen Zeit, die hier betrachtet wird, entspricht bezüglich der Schallenergie. Und das heißt dann, bedeutet dann aber auch, das sehen Sie auf der linken Seite, dass verschiedene Geräusche, die im Laufe eines Tages oder im Laufe einer Stunde, wie auch immer, sich ereignen können, zu einem gleichen Mittelungshebel führen können. Wir sehen das hier am Vergleich von Straßengeräuschen und Bahngeräuschen. Beide haben innerhalb dieser Zeit den gleichen Mittelungspegel, hier als Beispiel 67 dB, sind aber von der Anzahl der Geräusche und von der Höhe der einzelnen Geräuschpegel sehr unterschiedlich strukturiert. Das macht es dann auch problematisch, da verschiedene Lärmquellen ihrer Wirkung anhand eines solchen Dauerschallpegels zu vergleichen, weil gleich dann eben nicht immer gleich ist. Es werden aber bezogen auf diesen Mittelungspegel verschiedene Varianten in den Regelungen verwendet. Sie haben den Dauerschallpegel für den Tag, für die Nacht oder auch für 24 Stunden. Sie haben aber auch besondere Formen, das sind besondere Beurteilungspegel, mit denen man dann versucht, die Wirkungen genauer, also differenzierter zu erfassen. Da bräuchte ich zum Beispiel auf internationaler Ebene der Tag-Nacht-Lärmpegel, der die Nacht in besonderem Maße nochmal gewichtet, mit einem Aufschlag von 10 dB, um damit dem höheren Ruheanspruch, der in der Nacht existiert, dann auch gerecht werden zu wollen. Und hier im europäischen Raum, auch hier in Deutschland, bei den Lärmkartierungen, die vorzunehmen sind für Ballungsräume und Gemeinden, Kommunen, haben wir den Day-Evening-Night-Pegel, den Tag-Abend-Nacht-Pegel, der zusätzlich zu der 10 dB Nachtgewichtung noch am Abend einen 5 dB Aufschlag gibt, weil man sagt, also auch bereits am Abend ist der Ruheanspruch erhöht und das will man mit diesem Gewicht dann auch deutlich machen. So, jetzt war das soweit zum Schall. Wie sieht es jetzt mit Lärm aus? Damit aus Schall Lärm wird, brauchen wir jemanden, der diesen Schall hört. Das heißt, es braucht immer einen Rezipienten, einen Menschen, der diesen Schall aufnimmt. Und die allgemeine Definition, auf die sich die meisten verständigen können, ist, dass Lärm unerwünschter Schall ist. Der stört, der belästigt, der auch im Ernstfall schädigen kann und die Gesundheit auch beeinträchtigen kann. Das heißt dann eben auch, wenn ich sage unerwünscht, dann heißt das nicht nur mag ich nicht, sondern heißt auch unerwünscht, weil auch schädlich. Und hier ist mal so eine Auflistung von den Lärmwirkungen, die man so kennt und mit denen man sich auch beschäftigt. Das fängt an mit unmittelbaren Reaktionen auf den Lärm, also in dem Moment, wo Sie das Geräusch hören, dass Sie Sprachverständlichkeitsprobleme bekommen, dass Sie sich nicht mehr kommunizieren können, wenn dann der Zug vorbeiwackert. Dass das ein Geräusch ist, was Sie als unangenehm empfinden, auch negativ bewerten. Ihr Körper reagiert auf Lärm. Das führt letztendlich auch mit dazu, dass im Endeffekt langfristige Gesundheitsfolgen durchaus auch entstehen können, dadurch, dass der Körper mit Stressreaktionen reagiert. Das heißt, der Blutdruck kann steigen, Herzrate steigt, Stresshormone können ausgeschüttet werden.
lärmstörenden Tage, die Konzentration, die Ruhe am Arbeitsplatz, die Arbeitsleistung und stört aber auch in der Nacht. Im Weiteren psychische, physische Folgen treten dann auf, dass sie sich langfristig belästigt fühlen, langfristig dann auch der Schlaf beeinträchtigt werden kann und körperlich Risikofaktoren auftreten können, wie zum Beispiel Bluthochdruck. Das ist inzwischen schon relativ gesichert, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Lärm und Bluthochdruck, mit all den auch ernsten Folgen, die das nach sich ziehen kann, sprich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Herzerkrankungen. Es gibt in den letzten 2-3 Jahren auch Studien, die sich mit Schlaganfall-Auswirkungen beschäftigt haben. Also das ist schon durchaus ernst zu nehmen, was da bei langfristiger Lärmexposition eintreten kann. Es gibt auch psychosoziale Folgen, dass man sich zurückzieht, dass die Wohnzufriedenheit sinkt, auch monetäre Folgen, dass Immobilienwerte sinken dort, wo die Lärmexposition immer hoch ist. Oder eben auch die Gesundheitsschäden, die auftreten können, letztendlich auch mit Kosten verbunden. Wenn man sich jetzt die gesundheitlichen Wirkungen von Lärm oder von Geräuschen ansieht, dann haben wir es hier mit einer Situation zu tun, die auch nicht nur von dem Geräusch selbst, sondern auch von anderen Faktoren mit beeinflusst werden kann. Das können situative Rahmenbedingungen sein, wie gedämmt ist ja aus, haben die Schallschutzfenster. Das können personenbezogene Faktoren sein, etwa die individuelle Lärmempfindlichkeit kann da auch eine Rolle spielen, dass sie den Lärm unterschiedlich gut verarbeiten können. Je nachdem, wie gut sie den Lärm verarbeiten können, hat das natürlich dann auch eine Auswirkung darauf, inwieweit die Gesundheit dadurch sich verändern kann. Das heißt, das Grundprinzip, was wir hier beim Umgebungslärm haben, also beim Verkehrslärm, ist nicht so sehr, dass Hörschäden auftreten. Dazu ist insgesamt die einzelne Geräuschbelastung zu gering. Aber die Gesundheitsfolgen, die im Verkehrslärmbereich anzusehen sind, die beziehen sich darauf, dass eine Belastung darstellt, die beim Menschen Stress erzeugen kann. Und je nachdem, wie gut sie mit solchen Stresssituationen umgehen können, haben sie dann eben auch die gesundheitlichen Auswirkungen. Und diese verschiedenen Wirkungszusammenhänge von eher akuteren Reaktionen bis zu längerfristigen Gesundheitsreaktionen, die sind auch aufeinander bezogen. Also je nachdem, wie belästigt sie tagsüber sind, hängt davon ab, wie gut sie nachts schlafen können. Und wie gut sie nachts schlafen können, bestimmt dann auch, welchen Folgen Nachtleimhard bis hin eben zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und da wissen wir tatsächlich auch noch nicht, da wissen wir schon einiges, aber wissen noch nicht genügend, um wirklich die ganzen verschiedenen Zusammenhänge der einzelnen Wirkungsbereiche genau deutlich machen zu können und um die Wirkungskette von dem akuten Geräusch bis hin zu ernsthaften Erkrankungen in allen Details nachvollziehen zu können. Trotzdem, wir haben schon eine Reihe von Erkenntnissen über Expositionswirkungsbeziehungen, zum Beispiel bezogen auf die Lärmbelästigung, also die Lärmbelästigung, die wir einzeln erleben, die in der Regel in Form von Befragungen erfasst werden. Wobei wir öfter auch mal gesagt wird, was interessieren uns die Lärmbelästigung, wenn es doch Gesundheitsfolgen gibt. Dazu kann man zum einen sagen, es ist gesetzlich festgelegt, dass die Bevölkerung vor erheblicher Lärmbelästigung zu schützen ist. Wenn man da im Gesetz erhebliche Lärmbelästigung anspricht, dann ist eben auch das Erleben des Geräusches eben die erlebte Lärmbelästigung gemeint. Das heißt, wir haben letztendlich als Bevölkerung dann auch einen Rechtsanspruch darauf, dass keine erhebliche Belästigung stattfindet. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir starke Vermutungen haben und auch einige Hinweise, dass Belästigung und körperliche Gesundheit zusammenhängen können. Insofern sollte man es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben da etablierte Dosis-Wirkungsbeziehungen zur Lärmbelästigung. Sie sehen das oben links, bezogen auf Fluglärm und bezogen auf Straßen- und Bahnlärm etwa. Und da sehen Sie schon,
dass bei gleichen Beurteilungspegel, das ist hier der Tag, Abend, Nacht, Lärmpegel über 24 Stunden, dass bei gleicher Exposition unterschiedliche Wirkungen auftreten. Das kann an der Zusammensetzung der Geräusche liegen, das kann aber auch an anderen, auch nicht akustischen Faktoren liegen, diese Unterschiede. Wir haben auch entsprechende Kurven für die Schlafstörungen, wobei man da auch unterscheiden muss, wie man Schlafstörungen erfasst, ob das jetzt in Form von Befragungen erfasst wird. Da haben Sie im Grunde genommen von den Lärmquellen die gleiche Reihenfolge wie am Tage. Oder ob Sie das mit Hilfe von physiologischen Messungen, da gibt es heute ganz ausgefeilte Methoden, die sogenannte Polysomnographie, und mit Hilfe von EEG, EKG und verschiedenen weiteren Messinstrumentarien die Qualität des Schlafes schon recht genau erfasst werden kann, wo man dann auch feststellen kann, wenn ein Überflug stattfindet, wenn zum Beispiel eine Bahnvorbeifahrt stattfindet, inwieweit der Körper dann darauf reagiert und die Schlafstadien sich ändern und man da gut aufwacht. Und daraus lassen sich dann auch sogenannte Expositionswirkungskurven ablesen. Hier in unserem rechten Beispiel ist es dann aber nicht der Dauerschallpegel, sondern das ist dann der Maximalpegel eines einzelnen Geräusches, einer einzelnen Vorbeifahrt oder eines einzelnen Überflugs. Ähnliche Dosis-Wirkungszusammenhänge haben wir auch für Erkrankungen oder für das Risiko zu erkranken. Oben links ist das der Bluthochdruck, die Hypertonie. Da gibt es Zusammenhänge zum Fluglärm. Es gibt aber auch Zusammenhänge zum Straßenverkehrslärm. Das ist jetzt nur exemplarisch dargestellt. Wir haben aber auch entsprechende Zusammenhänge sowohl für Straßenlärm als auch für Fluglärm bezogen auf Herzinfarkt und bezogen auch auf Schlaganfall. Und das sind jetzt hier nur Beispiele, die ich hier zeigen kann. Man kann da sagen, diese Zusammenhänge werden vor allem dann deutlich, wenn Sie eine große Zahl von Fällen haben, nicht unbedingt in Form von Erhebungen bei einzelnen Personen, sondern über Statistiken, zum Beispiel Krankenversicherungsstatistiken, die Sie da heranziehen können über Diagnosen oder Krankenhauseinlieferungen. Und da hat gerade in den letzten Jahren sowohl in Deutschland als auch international diese Form von Studien zugenommen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Studien, die über Auswertungen von Versicherungsdaten zu solchen Zusammenhängen zwischen Verkehrslärm und Erkrankungen. Aber auch bei den Kindern findet man Zusammenhänge und Auswirkungen dahingehend, dass deren geistigen Entwicklung, als geistigen Leistungen, etwa in der Schule, beeinträchtigt werden können, wenn sie chronisch langfristig Verkehrslärm ausgesetzt sind. Hier ist ein Beispiel aus einer europäischen Studie, wo man den Effekt von Fluglärm und Straßenlärm untersucht hat und für den Fluglärm befunden hat, dass vor allem die Leseleistung mit zunehmender Fluglärmbelastung sinkt. Man kann das so interpretieren, dass es vor allem solche Leistungen sind, die beeinträchtigt sind, die etwas mit Sprache zu tun haben. Wo also das Geräusch, die Verarbeitung der Sprache beeinträchtigt. Interessanterweise hat diese Studie zum Straßenlärm gewissermaßen ein gegenteiliges Ergebnis gefunden, dass mit zunehmender Straßenverkehrslärmbelastung die geistigen Fähigkeiten sanken, eher sogar ansatzweise stiegen. So ganz schlau geworden ist man nicht daraus, wie das sein kann, aber deswegen muss man da auch noch weiter genauer nachgucken im Detail. Aber es ist schon ein wichtiger Befund, den man hier sehen kann. Ich würde jetzt gerne ein paar Worte verlieren zu einer Studie, die wir vom Forschungsverbund Leise Verkehr gemacht haben, dem Forschungsverbund Leise Verkehr, eine Initiative, die es seit 1995 gibt. Herr Professor Weyer ist der Initiator dieser Initiative, jetzt bin ich schon einen Bild weiter drauf. Und wir haben uns mal mit der Frage beschäftigt, weil, also ganz kurz, der Forschungsverbund Leise Verkehr beschäftigt sich mit
Lärmminderungsfragen im Straßenverkehr, im Bahnverkehr, im Flugverkehr, unter anderem auch in den ersten Jahren mit Lärmwirkung. Das ist aber aufgrund mangelnder weiterer Förderung eingestellt worden. Das ist damals vom Forschungsministerium in Verbindung mit dem Wirtschaftsministerium gefördert worden. Inzwischen ist es so, dass der Forschungsverbund nur noch vom Wirtschaftsministerium gefördert wird. Und das bedeutet, wenn Sie dann nicht einen Industriepark an der Hand haben, dann brauchen Sie da gar nicht erst zu kommen, dann kriegen Sie da keine Förderung. Und wir Lärmwirkungsmenschen haben jetzt auch nicht links und rechts gerade einen Industriepark an der Hand, mit dem wir das machen können. Wir haben aber schon gesehen im Forschungsverbund, dass die Lärmwirkung ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Es ist letztendlich die Basis für all die Aktivitäten, die man im Lärmschutzbereich macht. Und haben gesagt, es muss eigentlich wieder aufgenommen und weiter fort vorangebracht werden. Und haben uns da in einer Studie damit auseinandergesetzt, zunächst mal, was wissen wir denn überhaupt und wo liegen die Defizite. Und was wir auch gemacht haben, ist, dass wir verschiedene Vertreter unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen mal gefragt haben, was erwartet ihr eigentlich von der Lärmwirkungsforschung? Was sind eure Anregungen, wo es in die Reise gehen sollte? Was wir kennen, das habe ich vorhin genannt, ist hier kurz zusammengefasst. Wir wissen, dass Lärm lästig und stört, dass der Schlaf beeinträchtigt ist. Wir wissen, dass gesundheitliche Assoziationen da sind und dass auch Kinder in ihren kognitiven Leistungen beeinträchtigt sind. Das wissen wir. Allerdings haben die Ergebnisse, die wir in der Wirkungsforschung haben, zum Teil eine sehr hohe Unsicherheit. Sowohl bereits bei den Lärmberechnungen, nicht nur auf der Wirkungsseite, aber dort auch. Wir haben teils im Detail etwas widersprüchliche, manchmal unterschiedliche Ergebnisse. Daraus ergibt sich die Frage, ob Ergebnisse übertragbar sind. Von einem Flughafen zum anderen, von einer Bahnstrecke zum anderen ist das die Frage. Das heißt, gelten Ergebnisse an unterschiedlichen Standorten? Gelten sie zu unterschiedlichen Tageszeiten? Gelten sie dort, wo sich die Situation ändert? Wenn eine Bahnstrecke ausgebaut ist, wenn ein Flughafen ausgebaut ist, dann haben sie ganz andere Wirkungen. Es gibt da wenige Studien, aber es gibt ein paar, die darauf hinweisen, dass die Wirkungen ganz anders sind, als es vorher anhand von Dosis-Wirkungserkenntnissen vermuten würden. Und wir wissen auch, neben den Geräuschen sind es auch andere Einflussfaktoren, nicht akustischer Art, die auf die Wirkungen einfließen. Und da müssen wir aber trotzdem noch genauer hinschauen, was jetzt da, welches da die relevanten Faktoren sind und wie sie untereinander zusammenhängen. Und was in der Lärmwirkungsforschung bislang eher doch auch vernachlässigt wurde, ist, wir haben bislang in den letzten Jahrzehnten immer erzählt, wo die Wirkungen sind. Wir haben aber wenig Gelegenheit gehabt und würden dies auch gerne vermehrt tun, der Frage nachzugehen, wie Lärmminderungsmaßnahmen wirken. Also wenn man eine Minderungsmaßnahme hat, die durch Bau einer Schallschutzwand eine Reduktion um 10 dB bringt, kann ich dann in meinen bekannten Kurven nachgucken und sagen, ja, dann sehe ich dann, das geht um 10 dB zurück und ich sehe in meiner Kurve, wie viel Prozent gestörter, belästigter, was auch immer übrig bleiben. Da stellen wir fest, so einfach geht das eben nicht. Und da gibt es aber aus unserer Sicht noch viel Forschungsbedarf, dem nachzugehen. Und Sie sehen hier die gesellschaftlichen Gruppen, die wir auch genau dazu befragt haben, was denn Ihre Meinung ist, wie Sie die Anforderungen sehen. Und das kann ich nur streifen. Ganz kurz, die öffentliche Hand und die Rechtsprechung sind sich beide dahingehend einig, dass sie Hinweise brauchen für Grenzwerte. Die Rechtsprechung sagt hier auch, wichtig ist aber auch, dass ihr Wirkungsforscher euch da einig seid. Weil es muss belastbar sein, es muss justiziabel sein und das geht nur, wenn nicht der eine so sagt und der andere so, sondern da muss es auch ein bisschen Konsens geben darüber, was zumutbar ist und was nicht zumutbar ist. Und es muss auch keine Augenblicks-Erkenntnislage sein, sondern die Erkenntnislage muss auch ein bisschen Bestand haben in der Zeit. Das sieht die öffentliche Hand ähnlich, zumindest die Vertreter, die wir da gefragt haben. Die sagen darüber hinaus aber auch, uns interessiert auch, wie mehrere Lärmquellen zusammenwirken, wie die Überlagerung mehrerer Lärmquellen ist, wie Vorbelastungen wirken,
Und aber auch, wie sicher die Ergebnisse sind, die uns die Lernwirkungsforschung bringt, denn wir müssen ja damit planen und arbeiten und da müssen wir auch, wir wissen, man kann die Dinge nicht immer messfehlerfrei messen, aber wir wollen ja wenigstens wissen, wie groß die Unsicherheiten in den Erkenntnissen sind. Warum das dabei raus, zieht sich mir jetzt, aber ich hoffe, Sie können es trotzdem sehen, ich kann es auch nur ganz kurz darstellen. Die Betroffenen und die Verkehrsträger, die sind sich interessanterweise darin einig, dass man sich auch mit den Maßnahmen beschäftigen muss, dass die Lernwirkungsforschung Aussagen darüber machen muss, wie Maßnahmen wirken, welche Maßnahmen vorteilhafter sind, welche weniger. Die Luftfahrt, aber auch die Bahn und die Vertreter aus dem Straßenverkehrsbereich haben darüber hinaus gesagt, naja, für uns ist wichtig zu wissen, wie wir unseren Betrieb gestalten. Wir brauchen Hinweise darüber, wie wir möglichst einvernehmlich mit der Bevölkerung den Betrieb lärmoptimiert gestalten können. Und dazu ist uns alles wichtig, was Lärmfolgen mindern kann. Das heißt, wir müssen wissen, welches die Einflussparameter sind. Und wir müssen auch über vielleicht zunächst unkonventionelle mögliche Einflussparameter nachdenken. Wir müssen wissen, welche Rolle spielt die Frage der Information über Lärm, über das, was wir als Verkehrsträger tun, die Frage der Kommunikation, hat das eine Auswirkung auf die Lärmwirkung? Aber auch eben Maßnahmen, die an der Quelle vorzunehmen sind oder Maßnahmen, die auf dem Weg von der Quelle hin zu dem Emissionsort zu tun. Das interessiert die Verkehrsträger. Die Betroffenen, die sind darüber hinaus noch, für die ist wichtig, dass die Lärmsituation wirkungsadäquat beschrieben wird. Und da wird gesagt, dass der Dauerschallpegel oder der Mittelungspegel nicht immer das allerbeste Maßen dabei ist. Und man wünscht sich da Maße zur Beschreibung der Lärmexposition, die im stärkeren Maße die Häufigkeit berücksichtigen, die Höhe der Schallpegel, aber auch die zeitliche Struktur oder wie ein Geräusch klingt. Geräusche, denken Sie an Musik, denken Sie an Flugzeugüberflug, das kann gleich laut sein, sage ich jetzt mal so etwas leidenhaft, aber hat von der Störwirkung sehr unterschiedliche Wirkungen, die dann eben auch in der Zusammensetzung des Geräusches liegen. Das ist für die Betroffenen wichtig. Für die Akustiker, also Lärmwirkungsleute kommen eher aus der Medizin oder Psychologie und die Akustiker, die den Lärm messen und berechnen, die sagen ähnlich auch wie die Verkehrsträger, wir brauchen von euch Wirkungsleuten Hinweise darauf, welche Lösungen wirklich wie wirken. Weil letztendlich geht es einfach darum, irgendwelche Dezibel zu senken, sondern die Wirkung zu senken. Und da ist dann die Frage, reicht es einfach, irgendwelche dB-Werte zu reduzieren oder müssen wir auch an die Geräuscheigenschaften, an die Geräuschzusammensetzung genauer untersuchen und die Minderung in der Form machen, dass man Geräusche in ihrer Art und Klang verändert. Wenn Sie sich vorstellen, Automobilindustrie oder überhaupt in der Konsumwirtschaft, wie viel Aufwand betrieben wird, um das richtige Geräusch für einen Keks hinzukriegen, was da auch an Geldern investiert wird. Das muss sich ja offensichtlich lohnen, weil ein gut klingender Keks dann auch häufiger gekauft wird. Und ähnliche Besprechungen, also da ist auch eine Menge an Wissen da, was da wirken kann und was angenehm ist und weniger angenehm ist. Und da bestehen dann die Vorstellungen, dass man solch ein Wissen dann ja auch auf den Lärm übertragen kann. So, zwei Sätze noch ganz kurz. Wir haben im Moment die Situation in der Lärmwirkungsforschung tatsächlich, dass wenn man sich die Universitäten anguckt, wieder einen Rückgang an Abteilungen haben, die sich nicht ausschließlich oder schwerpunktmäßig mit Lärmwirkung beschäftigen. Hochschullehrer werden emeritiert, Lehrstühle werden umgewidmet, das heißt, dort geht das Thema Lärmwirkung muss man sagen, leider zurück. Und es verändert sich. Das heißt, man muss ja fragen, wann wird denn überhaupt in welcher Situation Lärmwirkung erforscht? Was sind denn die Anlässe? Und es ist dann eben so, dass es
Infrastrukturmaßnahmen sind, die dazu führen, dass man Lernbehinderungsforschung in Auftrag gibt. Und das heißt, die Zielstellung und die Aufgabenstellung, die dann die Forschung hat, ist immer auch dadurch geprägt, dass jemand da ist, der diese Forschung beauftragt. In dem Sinne haben wir dann eher eine zweckgebundene Forschung und weniger eine zweckfreie Forschung. Das heißt, so etwas wie eine Grundlagenforschung in einem Lärmwirkungsbereich haben wir zumindest im Bereich Verkehrslärm derzeit nicht. Und die öffentlichen Förderer, die da in Frage kommen könnten, die halten sich da leider schon zurück. Und das ist jetzt der letzte Punkt, was wir meinen, was hier im Moment in Deutschland notwendig ist, dass wir wieder zurückkommen zu einer Grundlagen-Lärmwirkungsforschung, zu einem Grundlagenprogramm, in dem die verschiedenen Disziplinen, die wir haben, wir sehen die verschiedenen Rechtsdisziplinen, die da genannt sind, das ist eben nicht nur Akustik da und Medizin da, sondern letztendlich sind da viel mehr Disziplinen involviert bei der Frage der Lärmwirkung. Und wir stellen uns vor, dass man diese erkennt, diese Expertise, die da vorhanden ist, bündelt, zusammenbringt zu einem Verbund, zu einem Verbundprogramm, damit man den Lärm oder die Wirkung von Lärm auch ganzheitlich erforschen kann. Also nicht nur guckt auf Belästigung, nicht nur guckt auf Herz-Kreislauf-Erkrankung, sondern versucht zu verstehen, wie diese Zusammenhänge sind. Und wie die Zusammenhänge sich verändern, wenn technische, betriebliche oder wie auch immer Lärmminderungsmaßnahmen durchgeführt werden. Das könnte gefördert werden durch BMWF oder zwischendurch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Wir sind da seit einem guten Jahr dran, uns darum zu bemühen, bisher leider ohne Erfolg, und wir hoffen aber immer noch, dass es in diese Richtung geht. Herzlichen Dank.